Langlebig, flexibel, messerfreundlich, reduzierte Schnittspuren, geruchsresistent, hitzebeständig, elegantes Aussehen, ergonomische Form, flexibel, strukturierte Oberfläche, Saftrille, Spülmaschinen geeignet, sterilisierbar, umweltfreundliches Material, lebensmittelecht und noch viel mehr. Das ist dein Wunderboard. Und das darf ich dir heute vorstellen. Dein Wunderboard darf bei dir in der Küche hoffentlich bald Einzug nehmen. Das Wunderboard ist ein Schneidbrett, aber es ist nicht irgendein Schneidbrett, es ist ein besonderes Schneidbrett. Es ist anderen Schneidbrettern definitiv überlegen und warum, erfährst du jetzt in dem Video. So, wir kommen zu den Fakten und zwar gleich ganz am Anfang. Ich möchte euch erst einmal sagen, was das Wunderboard ist und was es auszeichnet. Das Wunderboard ist ein Schneidbrett. Es ist ein Schneidbrett mit den Maßen 34,6 x 23,6. Es gibt es in Light Grey und in Midnight Grey. Es sind weitere Größen geplant und das soll die mittlere sein. Einfach, dass ihr euch schon mal ein Bild machen könnt. Was zeichnet das Wunderboard jetzt aus? Es ist weit strapazierfähiger als andere Schneidbretter, die ihr kennt. Das heißt, ihr kennt das bestimmt, ihr habt ein Schneidbrett, ob aus Holz, aus Kunststoff und ihr habt dann einfach das Problem, nach einer Zeit habt ihr Risse, Schnitte in dem Brett. Es fangen sie dann auch die Farben von zum Beispiel Kürbis in dem Brett und ihr habt dann unschöne Verfärbungen. Dazu zusätzlich stumpfen eure Messer schneller ab. Das heißt, mit dem Wunderboard habt ihr nicht nur den Vorteil, dass euer Schneidbrett länger und langlebiger ist, schön ist, sondern auch eure Messer länger scharf bleiben. Dann ist das nächste, was mich einfach mega begeistert hat, ist die Flexibilität von dem Gleitbrett. Ihr habt zum einen ein tolles Gleitbrett, das dünn ist, es lässt sich super verstauen und ihr könnt es wirklich toll zum Schneiden verwenden. Und ihr habt aber dann auf der anderen Seite diese Flexibilität, die euch dann ermöglicht, euer Schnittgut dann einfach auch gleich in den Thermomix einzufüllen. Das heißt, ihr könnt es wirklich super toll dafür nutzen und das ist einfach für mich auch ein großer Vorteil, was das Wunderboard einfach ausmacht. Dann haben wir noch eine Saftrille. Das heißt ja auch dieses, man schneidet was und es tritt Saft aus. Man würde es dann nicht auf der Arbeitsfläche haben. Auch das lässt sich super verhindern durch den Aufbau vom Wunderboard und durch diese gegebene Saftrille. Dann ist nur voll cool, dass wir eben diese Griffe auf der Seite haben. Das heißt, es lässt sich auch super transportieren. Wenn ihr da irgendwas drauf habt, das könnt ihr es einfach super toll greifen. Und das finde ich, macht auch wirklich ein sehr schönes Produkt aus dem Wunderboard. Der Preis befindet sich bei 26,95. Das heißt, ihr findet auch den Link dazu unten in der Videobeschreibung und auch mein Gutscheincode Kochheule auf keinen Fall vergessen einzulösen, ihr spart euch damit was. Also unbedingt nutzen und euch Geld sparen. So, jetzt geht's aber weiter. Es sind nur mehrere Fakten, die da auf euch zukommen. Das Tolle ist auch, es ist auf jeden Fall hygienischer als andere Schneidbretter. Irgendwie logisch, wenn man sich denkt, okay, da sind weniger Schnitte drinnen, es sammeln sich weniger Reste drinnen, die dann oft vielleicht auch gar nicht mehr rausgehen. Und dazu zusätzlich ist es Spülmaschinen geeignet. Und ihr könnt es euch sogar noch sterilisieren und zwar ganz einfach, indem ihr es mit heißem Wasser einfach ordentlich abspült und somit habt ihr es sterilisiert. Und das ist einfach ein Vorteil zu manch anderen Brettern, weil die einfach diese Hitze nicht aushalten. Wir haben zum Beispiel mal ein Holzbrett gehabt, das war wunderschön. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, so, ich schmeiße das jetzt mal in den Geschirrspüler, habe es rausgeholt, es war in zwei geteilt. Das passiert euch mit dem Wunderboard auf keinen Fall. Ihr seht auf jeden Fall, ich bin vom Wunderboard wirklich begeistert und das ist so ein Produkt, das ich jedem empfehlen kann. Also es gibt ja ganz viele Produkte, die ich euch vorstelle, einfach damit ihr sie seht. Da gehört das Wunderboard natürlich dazu und ich lasse dann am Ende jeden offen so, hey, ist das toll oder finde ich das jetzt nicht so toll, brauche ich das? Das Wunderboard ist für mich wirklich ein Highlight-Produkt des Jahres, was Wundermix jetzt rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Begeisterung mit mir teilt. Lasst mir das auch voll gerne in den Kommentaren wissen, weil es ist immer alles natürlich unterschiedlich. Aber ich persönlich kann es wirklich nur jedem empfehlen für die Küche. Auch wenn ihr jetzt seht, ihr habt zwei
wie einfach die übereinander in einer Lade verschwinden. Das heißt, ihr könnt die einfach mal gar da einpacken und die sind weg. Ihr habt ein antibakterielles Schneidbrett zu Hause, das dazu Spülmaschinen geeignet ist, das dazu eine Saftrille hat, das eure Messer schont, das einfach schön bleibt und das ganz, ganz lange kaum Schnitte gebildet werden auf dieser Oberfläche. Es ist wirklich eine Oberfläche auch ohne Schadstoffe und ihr habt einfach ein super tolles, langes Schneidbrett, langlebiges Schneidbrett zu Hause. Also ich persönlich, wie gesagt, kann es euch definitiv nur empfehlen von Herzen. Und ja, bin trotzdem sehr gespannt auf eure Meinung zum Wunderboard. Schreibt es mir voll gern, wer es eventuell schon gesichert hat und unter den Ersten ist, die das Wunderboard jetzt dann bald als ihr eigen nennen dürfen. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, euch das vorstellen zu dürfen. Sind wir gespannt, was noch alles so auf uns zukommt das Jahr. Und ja, schaut unten in der Videobeschreibung, holt euch den Link, schaut auf die Webseite und spart euch Geld und schreibt mir einfach, was ihr vom Wunderboard haltet. Ich freue mich aufs nächste Video, wir sehen uns ganz bald und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen. Tschüss! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.